Wochenende ist sehr, sehr viel passiert im ModHub und allgemein auch rund um dem LS22. Deswegen fangen wir an mit dem, was am Samstag im ModHub rausgekommen ist. Und zwar kommt das meistens von Jakto oder Connect Modding. Und zwar ist eine neue Marke in den ModHub gekommen, und zwar Jakto, eine Marke aus Brasilien, die einiges erleichtern soll, was Düngearbeiten, Kalkarbeiten und natürlich alles, was zu den brasilianischen Landwirtschaft gehört, wie zum Beispiel Zuckerrohr und Kaffee. Da werden wir uns jetzt gleich mal die einzelnen Geräte angucken, die die neue Marke in den LS gebracht hat. Danke Connect Modding für das, was du getan hast für den LS und vor allem für die brasilianische Fanbase. In diesem Zusammenhang ist herausgekommen 9 neue Mods, und zwar alle von Jakto oder Connect Modding, und eine neue Karte ebenfalls von Connect Modding. Wir starten mit dem Condor 800 AM18, den wir jetzt uns im Einzelnen angucken. Der Condor 800 AM18 ist eine großartige Lösung für kleine Höfe. Mit seinem 18 Meter Gestänge und dem 800 Liter Behälter lassen sich die Arbeiten hervorragend schnell und effizient erledigen. Das ist eine Düngespritze, natürlich, kommt von Jakto und Connect Modding. Downloadgröße 14,51 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese Düngespritze hier. Natürlich, wie schon erwähnt, 800 Liter Fassungsvermögen für Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. 600 Kilo wiegt diese, hat eine Arbeitsbreite von 18 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h und kostet 28.000 Euro. Als nächstes kam heraus der Jakto BC610, ebenfalls von Jakto. Downloadgröße 8,92 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ebenfalls eine Düngespritze für natürlich Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Hat ein Tankvolumen von 600 Litern, wiegt 200 Kilo, braucht 80 PS und hat eine Arbeitsbreite von 10 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 15.000 Euro. Die BC-Linie wurde speziell für den Einsatz auf Weiden entwickelt. Sie bietet eine hohe tägliche Betriebsleistung und reduzierte Wartungskosten. Etwas größer geht's beim Jakto Advanced 3000, kommt natürlich von Jakto, Downloadgröße 25,75 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist nochmal eine Düngespritze für Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger mit einem Tankvolumen von 3000 Litern, wiegt 2,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 3 Tonnen, 24 Meter ist die Arbeitsbreite und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 12 km/h. Der Preis knappe 73.000 Euro. Die Advanced 3000 AM24 würde für diejenigen entwickelt, die nach einer effizienten Sprühtechnik suchen, die Wirtschaftlichkeit und Produktivität bietet. Weitermachen wir mit dem Jakto Telus 10.000. Diese kommt natürlich von Jakto, Downloadgröße 18,09 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Kalk- respektive Mineraldüngerstreuer mit einem Ladevolumen von 10.000 Litern, wiegt 3,8 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite oder Streuweite von 36 Metern für Mineraldünger und 12 Meter für Kalk. Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 18 km/h und kostet 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Wir kommen zum Jakto K3500, natürlich von Jakto, Downloadgröße 23,64 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich eine Erntemaschine für den Kaffee, der natürlich in diese Karte mit eingebaut worden ist und natürlich typisch ist für Brasilien. Diese Erntemaschine kommt mit einer Leistung von 132 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 150 Liter, 41 Litern DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 2000 Liter ist das Fassungsvolumen für den Kaffee, wiegt 10,6 Tonnen und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h. Der Preis wuppige 306.000 Euro. Wir gehen zurück zu der Düngetechnik, und zwar ist das der Jakto Uniport 4530 von Jakto, Downloadgröße 49,23 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und dies ist natürlich eine selbst angetriebene Düngespritze für natürlich Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel. Kommt mit einer Leistung von 243 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 275 Liter, 55 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Tank für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel fasst
4500 Litern, wiegt 9 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 42 Metern, 25 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 489.000 Euro. Die Arbeitsbreite kann erhöht werden und sogar auf 42 Meter. Das ist aber falsch, weil wenn wir hier auswählen 36 Meter, müsste hier auch 36 Meter stehen. Scheibentönung gibt es im Design 1 oder 2. Dann gibt es Pflegebereifung, Spuröffner und zurück zur Pflegebereifung. See and Spray Technologie kann eingebaut werden, GPS natürlich auch, und das ist diese Spritze. Wir kommen zum selbstangetriebenen Mineraldünger oder Kalkstreuer. Das ist der Jacto 5030 NPK von Jacto, Downloadgröße 36,53 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit einer Leistung von 243 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 275 Liter, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. 50.000 Liter beträgt das Füllvolumen für Mineraldünger und oder natürlich Kalk. 9,6 Tonnen wiegt der, 50 Meter ist die Arbeitsbreite für Mineraldünger, 12 Meter für Kalk, 25 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 280.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Wredestein, Continental und Trelleborg. Dann gibt es auch hier die Scheibentönung Design 1 und 2 und alles andere bleibt eigentlich so wie gehabt. Als nächstes kommen wir zu diesem Gigant hier, der Jacto Hover 500. Von Jacto, Downloadgröße 52,95 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist eine Doppelerntemaschine für Zuckerrohr. Kommt mit einer Leistung von 353 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 480 Litern, 70 Litern DEF, 10 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 20 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt ebenfalls gleich wie die Höchstgeschwindigkeit 10 km/h. Der Preis 350.000 Euro. Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Scheiben zu tönen mit Design 1, 2, 3, 4 oder zurück. Um die Produktivität zu steigern, wurde der Hover 500 so konstruiert, dass er gleichzeitig zwei Reihen Zuckerrohr ernten kann, und zwar mit derselben Geschwindigkeit wie eine herkömmliche einreihige Erntemaschine. Das ist ja schon mal sehr vielversprechend für die Effektivität. Und das letzte Gerät, das dazu gekommen ist, ist der Jacto Uniport Planter 500. Kommt von Jacto, Downloadgröße 72,59 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist eine selbst angetriebene Sämaschine, und zwar in der Einzelkorntechnik. Kommt mit einer Leistung von 470 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1170 Litern, 174 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Tank für das Füllgut, und zwar hier natürlich Saatgut und Flüssigdünger, liegt bei 8700 Litern. Das Gewicht 30,3 Tonnen und braucht 450 PS. Die Arbeitsbreite liegt bei 22 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h. Der Preis 825.746 Euro. Auch hier kann die Scheibentönung definiert werden. So, dann hören wir uns einmal ein paar dieser Maschinen an. Das ist der Jacto Uniport Planter 500. Der bewegt sich hinten automatisch ein bisschen, das ist nicht so gedacht, aber vielleicht wird das danach auch korrigiert. Dann gehen wir mal hier rein. Natürlich eine ähnliche Motorenart. Hier kann man den Drescher zuklappen. Oder man kann den natürlich aufklappen. Den kann man noch Höhen bestellen. Und bei dieser Funktion hier gibt es hier die Möglichkeit, das Lenkrad entsprechend in deine Position zu bringen. Der hat einen anderen Klang. Hier kann man die Spurweiten verändern. Die Tür kann man öffnen hier vorne. Und hier kann man auch die Seitenspiegel verstellen. Einmal rechts und einmal links. Dann, der sollte eigentlich ähnlich klingen. Genau. Auch hier haben wir dieselben Möglichkeiten, wie wir bereits gesehen haben. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal zeigen. Dann haben wir hier noch die Kaffeeerntemaschine.
klingt eher was anderes. Mal aufklappen. So, es ist hier aufgeklappt. Okay, und da kommen wir natürlich zu den anderen. Die haben wir schon alle gesehen. Ja, das ist das, was gekommen ist von Jakto in Verbindung mit Connect Modding. Natürlich kam noch eine neue Karte heraus und die darf ich Ihnen und möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Karte heißt Recanto da Alvorada, kommt von Connect Modding Group, Downloadgröße 262,19 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sagt der Text, die Karte Recanto da Alvorada ist eine brasilianische Karte, die im Bundesstaat Minas Gerais liegt. Sie haben gepackt und sind gerade in dieser ruhigen Stadt in Minas Gerais angekommen, einem vielversprechenden Ort für neue Unternehmen. Seien Sie der neue Landwirt dieser Region und nehmen Sie teil an der Geschichte von Minas Gerais. Machen Sie bei Bedarf eine Pause und trinken Sie eine Tasse Kaffee. Die Karte hat 79 Felder von klein bis groß, von denen 71 Missionen haben. Arbeiten Sie mit der neuen Kaffeekultur und verkaufen Sie Ihre Produktion oder verarbeiten Sie sie zu Röstkaffee. In Kimak können Sie Ihre Einkäufe tätigen und bei Bedarf Ihre Fahrzeuge und Anlagen reparieren. Wenn Ihnen der Preis für den Service bei Kimak zu hoch ist, können Sie ihn auch bei der Lizard Motors direkt vor der Haustür durchführen lassen. Ihre Getreideproduktion im Allgemeinen, einschließlich Ihrer Kartoffeln und Rüben, kann in den drei Lagerhäusern auf der Karte verkauft werden. Zuckerrohr wird nur in der Zuckermühle verkauft. Hier können Sie die Düngemittel aus der an diesem Standort produzierten Vinasse kaufen. Ballen im Allgemeinen, Baumwolle und Wolle werden in der Baumwollspinnerei angenommen. Auf dem Markt der Stadt können Sie verschiedene Produkte verkauft werden und es gibt auch Produktionsstätten wie die Bäckerei und die Weinkellerei. Die Genossenschaft nimmt verschiedene Produkte an, insbesondere Kaffee. Im Sägewerk ist es möglich, Holz zu verkaufen und auch Bretter herzustellen. Wenn Sie die Milch Ihrer Kühe verkaufen oder Milchprodukte herstellen möchten, sind Sie bei Dairy Products genau an der richtigen Adresse. Brauchen Sie Kalkstein? Müssen Sie auch die Steine loswerden, die Sie von Ihren Feldern entfernt haben? Einfach. Wenden Sie sich an die Firma Limestone. Brauchen Sie dringend Kraftstoff? Laufen Sie zur Tankstelle, die sich in der Nähe der Baumwollfabrik befindet. Auf deiner neuen Farm findest du ein Haus zum Schlafen, einen Schuppen zum Lagern deiner Maschinen, einen Wassertank und eine Tankstelle. Auf dieser Karte gibt es keinen Schnee, denn der Winter in dieser Region ist kalt und trocken. Die meisten Unternehmen schließen am Ende des Tages ihre Türen. Bleiben Sie dran. Viel Spaß. Ja, und das ist der angesprochene Markt hier. Das ist der Jakto und der Kimak. Das ist da, wo wir unsere Produkte kaufen können. Und hier gleich nebenüber ist die Lizard Reparaturstelle, falls es zu teuer ist, bei Kimak das zu erledigen. Das ist also direkt hier. Lizard Motors, hier haben wir die Reparaturwerkstätte. Des Weiteren haben wir gleich nebenan einen großen Komplex. Den schauen wir uns gleich mal an, wenn wir gleich da sind. Da gibt es die Einfahrt. Und es scheint hier das Getreidelager 3 zu sein. Also hier wird hochgefahren, hier wird gewogen. Das ist eine riesen Siloanlage hier. Wir schauen uns mal die PDA an und wir können sehen, diese Felder sind sehr verstreut und alle organisch geformt. Also hier ist nichts von quadratisch praktisch gut. Des Weiteren können wir sehen, wenn wir mal kurz gucken, wo unsere Startfarm ist, wenn wir als neuer Farmer die Karte betreten. Das ist also dieses hier, beinhaltet diese beiden Felder, sind nicht nummeriert und das ist unser Hof. Wir gehen gleich mal zum Farmhaus hin und wir können sehen, wir sind gerade in der neu geformten Küche und wir können natürlich hier die Tür aufmachen und entsprechend auf die Veranda gehen. Hier ist der Schlaf- oder Umkleideträger. Hier ist natürlich das Ex-Eco. Dann haben wir hier unseren Wassertank. Wir haben hier unsere Halle. Und hier haben wir einen ziemlich abgenutzten und bereits verwendeten Drescher. Und hier haben wir einen Traktor mit natürlich ein paar Werkzeugen.
Hier draußen haben wir noch einen Traktor. Und dieses Tor hier auf diese Seite geht also nicht auf, oder ich bringe es nicht fertig, hier dies aufzumachen. Kann nur von einer Seite befahren werden. Kein Problem, das ist ein Traktor, ein Anhänger. Das ist das, was zur Startfarm gehört. Es sieht wirklich so aus, als wären wir in Brasilien. Die Farbe hier des Bodens ist tatsächlich so, wie ich mir das vorstelle. Finde ich sehr, sehr gut gemacht schon mal. Wie gesagt, die Feldgrößen sind alle verschiedenster Größen. Und zwar einmal große Felder hier. Das ist eine große Parzelle von 10 Hektar. Dann gibt es hier ein paar unnummerierte Felder. Das sind alle Zuckerrohr. Das ist alles rund um die Zuckerfabrik rum. Kaffeeplantagen habe ich nicht gesehen. Wir schauen uns mal den Aussaatkalender an und können sehen, dass das dieser Aussaatkalender ist. Wiederum ein Fehler und ich verstehe es nicht, warum man das nicht anders machen kann. Es ist wiederum ein Aussaatkalender für die Nordhemisphäre, denn der August in Brasilien ist der Winter. Also das kann ich nicht verstehen, dass man das immer noch nicht richtig macht. Ich habe schon auf zwei, drei anderen Karten gesehen, dass es möglich ist. Deswegen, ich möchte einfach bitten, dass Sie vielleicht das mal noch nachholen, das mal auch korrigieren. Hier haben wir den Aussaatkalender für die Kaffeebohnen. Erntezeitpunkt ist hier der Oktober, was natürlich, wie gesagt, nicht so der Realität entspricht. Dann schauen wir uns mal an, welche Produktionen verbaut sind. Und zwar können wir hier sehen, wir haben hier einmal die Kaffeefabrik. Da gehen wir gleich mal hin, das will ich mir angucken. Und die will ich mir jetzt auch kaufen. Ich will sehen, wie das hier Kaffee produziert wird. Dann schauen wir uns mal hier die Produktion an. Das heißt, es braucht Kaffee, 2 Einheiten Kaffeebohnen und das gibt dann eine Einheit gerösteter Kaffee. Ziemlich laut hier drin. Mal gucken, ob wir hier rauskommen. Oder müssen wir das Gebäude im Landstück... Ach, das ist da. Oder müssen wir noch das Landstück kaufen? Was haben wir jetzt gekauft? Eigentlich müssten wir da jetzt rauskommen. Ach, da geht es raus. Auch hier komme ich nicht raus. Hier steht nichts von Öffnungszeiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass es mit der Öffnungszeit zu tun hat. Dann schauen wir uns weiter um. Wir haben hier die Bäckerei, wir haben die Traubenverarbeitungsanlage, wir haben hier die Molkerei. Des Weiteren haben wir hier noch das Sägewerk, das war es, was an Produktionen verbaut sind. Dann gibt es Ladestationen, Kaufstellen, da gibt es die Tankstelle hier. Dann haben wir hier eine Kalkstation, nochmal eine Kalkstation. Hier haben wir Güllefässer. Des Weiteren haben wir hier nochmal das Sägewerk natürlich. Hier haben wir den Treibstofftank auf unserem Hof und den Wassertank ebenfalls auf unserem Hof. Abladestationen oder Verkaufsstellen gibt es hier den Ballenverkauf. Dann gibt es hier das Getreidelager 2. Dann die Rohrzuckerpflanze, das ist hier die Plantage hier. Hier haben wir den Gesteinbrecher, den Supermarkt. Hier haben wir das Getreidelager 3, das haben wir kurz gesehen. Dann haben wir hier noch die Kooperative und das Getreidelager 1. Tiere habe ich jetzt keine verbaut gesehen. Wir können aber einmal die ganze Karte kaufen, damit wir sehen, ob das vielleicht erst auftritt, wenn man die Landstücke kauft. Nee, tatsächlich gibt keine Stelle. Wir machen mal kurz einen Rundflug. Das haben wir hier, das Zentrum des Dorfes. Hier ist die lokale Busstation, wo wir angekommen sind als neue Farmer. Hier ist der Händler, haben wir alles Traktor gesehen. Ihr seht also, dieser hintere Teil dieser Sämaschine bewegt sich. Ich habe den vorhin gerade hingestellt. Die bewegt sich also automatisch. Wir können hier mal kurz drauf achten. Ja, die scheint sich tatsächlich zu bewegen. Ich habe also kein Implementsschräger oder so drauf. Das heißt, es sollte sich nicht bewegen. Hier haben wir das Getreidelager Nummer 3. Hier haben wir natürlich, wie das könnte das anders sein, das darf nicht fehlen, in Brasilien einen Fußballplatz. Hier haben wir weitere dekorative Elemente. Die Karte ist ziemlich schön gemacht, finde ich. Also die rote Erde zeugt davon, dass es hier tatsächlich in Brasilien sich befindet. Und das sind diese diversen Stellen hier. Hier drüben haben wir, wie angesprochen, die Zuckerrohrpflanzen oder die Zuckerrohrzuckerfabrik. Ja, das wird hier dann, das ist alles hier Zuckerrohr, was hier rundum liegt. Das ist erntefertig.
Das ist also diese hier. Auch Ernte fertig hier rundherum ist alles Zucker. Viel, viel Arbeit gibt es hier, aber hoffentlich lohnt es sich dann auch, dies quasi hier zu tun. Was ich nicht gesehen habe, ist eine Kaffeeplantage, die vorgebaut ist. Das heißt, die muss selbst angebaut werden. Und zwar finden wir hier natürlich den Kaffee unter Produktion und Plantagen befinden wir hier die Kaffeebäume. Ja, das sind dann diese Bäume hier. Was Forst angibt, gibt es natürlich auch ein paar Bereiche, die sind speziell auch so quasi an Feldern angelegt. Und zwar fliegen wir gleich darauf zu. Und da sind diese Stellen hier. Hier hat man genügend Platz. Des Weiteren haben wir eine weitere Stelle hier. Jo. Ja, auf jeden Fall, ich finde die Karte sehr gelungen, sehr schön gemacht. Leider, leider Gottes ist hier der Saatkalender nicht an die Südhemisphäre angepasst worden. Wir schauen auch noch den Verkaufskatalog an. Wir können sehen, wir können hier die Standardfrüchte alle verkaufen. Dann gibt es hier verschiedene andere Punkte. Im Prinzip können wir alles verkaufen, was hier produziert werden kann. Ich übernehme mal alle Produktionen. Und schauen uns dann mal die Produktionsstätten an. Und in der Tat gibt es keine BGA. Gibt es also die Bäckerei, dann der Kaffeebohnengerüst, Kaffee und so weiter. Und dann natürlich die Verarbeitungsanlage der Trauben, wie das Sägewerk und die Molkerei. Also diese Zuckerrohranlage hier, die ist, gilt nicht als Produktionsstätte, sondern als Verkaufsstellen. Das ist definitiv mal die Sier. Hier wird nicht Zucker hergestellt in dem Sinne, sondern es wird einfach das Zuckerrohr verkauft. Ja, das war auf jeden Fall das, was am Samstag passiert ist auf dem ModHub. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mal sagen, wir lassen es dabei. Und wir sehen uns später wieder mit anderen Sachen, die am Wochenende passiert sind. Und natürlich später dann am Tag auch noch bezüglich der Mods, die heute dann rauskommen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und bis dann. Danke, tschüss und hasta luego.